So sieht man sich wieder und ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn willkommen zurück zu The Last of Us, die Remastered-Version. Und wir spielen ja nicht mehr das Hauptspiel, das habt ihr ja jetzt schon gesehen. Ich hoffe mal, ihr habt fleißig die Folgen verfolgt, denn wir spielen heute The Left Behind, das Story-DLC. Ich habe selber noch nicht gespielt. Ich freue mich wie ein Schnitzel drauf. Ich kenne es selber gar nicht. Spiele eine Nebenstory, die während der Ereignisse von The Last of Us stattfindet. Und Warnung, nur empfohlen für Spieler, die die Hauptstory abgeschlossen haben. Das haben wir. Und bevor ich jetzt hier viel rumblubbel, das Einzige, was vielleicht euch wundern wird, ist, es wird diesmal keine Facecam geben. Ich denke mal, bei den 2 Stündchen, so wie das DLC angegeben ist, brauche ich da jetzt nicht unbedingt eine Facecam bei. Jetzt werden einige vielleicht wieder sagen, ohne Facecam ist ja langweilig, dein Gesicht war immer so cool. Pech gehabt, so. Nein, natürlich nicht. Wie gesagt, auch beim Metro dürft ihr euch freuen. Metro denke ich mal, dass ich wieder Facecam haben werde. Aber jetzt schauen wir uns Left Behind an. Left Behind an. Facebook, was? Ich will nicht mit Facebook verbinden. Nein, natürlich nicht. Es gibt viele ziemlich coole Funktionen von Left Behind. Nein, will ich nicht. So. Facebook verbinden, neues Spiel. Okay. Möchtest du während des Spiels Tutorial-Tipps angezeigt bekommen? Ja, es ist eine Weile her. Ich würde gerne noch mal ein paar Tipps der Steuerung erhalten. Nein, ich kenne die Steuerung, kann losgehen. Nein, ich kenne die Steuerung, es kann losgehen. Wir spielen auf normal. Und dann würde ich sagen, erstelle ich eine neue Speicherdatei. Was ihr jetzt nicht seht. Und dann würde ich sagen, geht's los. Wie gesagt, ich freue mich riesig. Ich bin echt gespannt, weil ich kenne es selber nicht. Ich lasse mich da jetzt echt mal überraschen und überwältigen von der Story, vom DLC The Left Behind. Ich hoffe, es ist wirklich so gut geschrieben wie auch das Hauptspiel, weil das ist atemberaubend. Das ist, boah, Wahnsinn. Das ist unglaublich. Und wenn ihr dieses Video hier seht, dann habt ihr schon die Folgen The Last of Us durch und kennt das Ende und kennt die Story und sagt wahrscheinlich selber, wow, das ist toll. Ja, aber jetzt halte ich erstmal meine Schnute. Was? Sind das Fireflies? Deckung! Oh! Was sind das für Typen? Arschloch! Den Arm um mich. Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Ah. Steh auf, steh auf, steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Ich werde gebissen. Ich weiß. Das war echt witzig. Du bringst mich jetzt nicht um, oder? Ich habe dich lange nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, wie lange. 45 Tage? Ja. 46 eigentlich. Willst du wissen, wo ich so war? Die ganze Zeit über dachte ich, du wärst tot. Ja. Hier. Schau mal. Das gibt's nicht. Immer noch allein hier? Ich musste 3 Jahre unter Liz schlafen und du weißt, sie riecht verdammt übel. Du bist ein Firefly.
Du hast das immer noch. Was? Was machst du da? Ich will nicht mit einem Firefly im Zimmer erwischt werden. Ganz ruhig. Da sind weit und breit keine Soldaten. Hier. Glückwunsch. Hey. Ist alles gut? Ob alles gut ist? Ich bin verschwunden und du bist sauer. Tja. Und ich schulde dir eine Erklärung. Lass uns abhauen und ich erzähl dir alles. Es ist fast morgen und ich habe Kampftraining. Du weißt schon, wir lernen Fireflies zu töten. Zieh das an und lass uns gehen. Ich bin so dumm. Na komm schon. Sind wir schon mal in Schwierigkeiten geraten? Mist. Komm schon, na los. Scheiße. Unendlich. Okay, ich dreh dich auf die Seite. Oh nein. Das sollte uns Zeit geben. Ich suche was, um das zu nähen. Okay? Kellis, pass auf ihn auf. Ich bin bald zurück. Versprochen. Ja. Wo zur Hölle muss ich hin? Und damit sind wir in The Last of Us Left Behind im DLC und wie wir festgestellt haben, es ist keine Vorgeschichte oder es ist eine Vorgeschichte und auch gleichzeitig eine Geschichte während der Geschichte, also quasi ein Pre-Sequel. Und da bin ich jetzt echt sehr überwältigt und geflasht, dass es jetzt genau da anfängt, wo wir Joel helfen werden, wo wir seine Verletzung ja heilen quasi und Vorräte sammeln. Da bin ich echt mal gespannt, wie das vonstatten geht, das Ganze, wie die Story da so quasi anknüpft. Also da bin ich echt mal echt gespannt, da lasse ich mich echt mal überraschen. Vor allem, wie, was da so auf uns zukommt. Okay, unsere Taschenlampe haben wir also noch. Unsere Steuerung ist alles soweit. Da haben wir quasi unser Inventar. Da haben wir dann die ganzen... Also können wir da auch wieder... können wir quasi da auch wieder... craften. Craften können wir da. Das ist sehr schön. Gut. Dann. Das Geile ist, ich muss euch ein bisschen was verraten, während ich hier gleichzeitig mit euch das DLC mache. Oder euch das DLC hier zeige und die Aufnahme mache, habe ich nebenbei, bin ich gerade die Folge 32 und die letzte Folge von The Last of Us bin ich am Rendern. Also quasi die Finalfolge, die ihr, wenn ihr das hier seht, schon gesehen habt, bin ich quasi die Folgen jetzt gerade hier am Rendern nebenbei. Das ist total ulkig. Aber ich habe nämlich gerade eben auch The Last of Us durchgespielt. So, und hier sieht aus wie eine Biological Hazard. Ein Drehkreuz. Okay, da kommen wir nicht durch. Candy Shop. Take me to the Candy Shop. Okay, da kommen wir nicht durch. Wo müssen wir denn lang? Hallo? Achso, vielleicht nach oben.
Jetzt kann ich mich nicht rausreden. Ich kenne die Steuerung nicht. Ich habe schon lange nicht mehr The Last of Us gespielt. Denn, ja, es war ja vor ungefähr 2 Stunden, wo ich das Hauptspiel durchgespielt habe. So. Colorado Mountain Plaza Information. Ich bin echt gespannt. Also ich bin... Ich lasse mich da jetzt echt einfach mal verleiten von der Story her und alles. Wie viel Naughty Dog da noch reingesteckt hat ins DLC. Ich glaube zwar nicht, dass noch irgendwie noch ein DLC kommen wird. Aber man soll ja niemals nie sagen, ne? So, was haben wir hier? Play here. Okay. Sieht aus wie so ein... Ach, ein Lottozahlenautomat ist das? Ist ja ulkig. Das ist ja ulkig. So. California Shades. Ihr hört es auch an der Stimme. Mist. Oh. Oh. Wir haben jetzt schon Gesellschaft. Das hört sich an wie Klicker. Wir haben Kundschaft. Ihr hört es schon an der Stimmlage. Oder beziehungsweise an der Soundqualität. Ich habe jetzt wieder das andere Headset dran. Ich habe 2 hier liegen. Beziehungsweise 3. Aber das, was ich bei der Webcam-Aufnahme genutzt habe, habe ich jetzt nicht dran, sondern das Turtle Beach. Hinweis. Das ist mir neu, dass man jetzt so einen Hinweis durch die Wand sieht. Goldfish Kids. Hm. ATM. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse drum, dass keine Facecam gibt. So, ich werde mal ein bisschen vorsichtiger hier lang gehen. Ich glaube, wir müssen da hinten zu diesem Weststone. Oder? Ist das Weststones? Weststones? Habe ich das richtig gelesen? Oder brauche ich mittlerweile auch schon eine Brille? Ah, diese Atmosphäre ist immer noch so toll. American. American Princess. Mhm. Finden wir denn hier noch irgendwie was? Oder ist das einfach nur so ein Prolog-Level, wo wir einfach durchrennen? Okay, da unten könnte man... Ach ja, da unten waren wir ja, glaube ich, ne? Wo wir einfach durchrennen müssen. Ach, da liegt was. Ein Backstein. Backstein, Backstein. Wir kennen es ja. Weston Apotheke. Das klingt doch gut. Ja, Weston. Weston Pharmacy. Also Weston Apotheke, wie ich es schon vermutet habe. Wir haben auch nicht so viel Leben, fällt mir gerade auf. Und wir haben nur ein Messer. Das könnte brenzlig werden. Das... Genau, steck dir mal den Backstein ein. So, dann gehen wir mal da rein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl... Ja, Taschenlampe. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier nicht ganz alleine sein werden. In der Apotheke. Hier liegen so viele Sachen. Ein wenig Lippenstift auf den Lippen. Da kannst du mich entzücken. Was haben wir hier? Tja, die Pillen geschluckt und die Dose dagelassen. Alles so leer geräumt hier. Mann, 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 Mann. Ah, hier haben wir es. Hier haben wir es. Blue Rain. Gibt sogar in verschiedenen Ausführungen. In Weichspülmittel und in Vollwaschmittel. Kostet hier $7,99. Das ist aber teuer. Das kennen wir ja. Das hatten wir ja in The Last of Us zu Genüge. Was haben wir hier? Okay, da liegt anscheinend nichts. Was ist das? Okay, da war eine Frau abgebildet mit so einem... Achso, das ist ein Föhn. Naja. Entschuldigung. So. Check out. Check it out. Da liegt auch was. Wenn wir die ganzen Regale abklappern, vielleicht... Hier liegt auch noch was. Natürlich. Auch nichts. Alles ausgeräumt. Auch nichts drin. So. Was haben wir hier? Da ist auch nichts drin. Big Sale this week only. Okay. Naja.
Special Cola. Die kennen wir auch. Renegade. Renegade ist aber Schleichwerbung. Das gibt's bei uns auch. Was haben wir hier? Westones Full Shorts Now. Available. Yeah. Da haben wir jetzt gerade Aluhol gefunden. Aluhol macht Birnehol. Oh wei, oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei, oh wei. So. Oh. Was haben wir hier? Was zu lesen? Please read. Vielleicht hat er was bei sich. Bitte lesen. Der Apotheker ist verrückt geworden und hat mich angegriffen. Hab ihn ziemlich schwer getroffen. Er ist bewusstlos. Habe ihn im American Princess Laden nebenan eingesperrt. Kombination 35, 30, 31. Okay. Ist auch neu, dass die Zettel jetzt so gehalten werden und vorgelesen werden. Oder beziehungsweise muss sie so durchlesen. Mhm. Also in diesem Princess Laden, wo wir vorhin schon waren, scheint wohl der Apotheker zu sein. Was der da macht und ob wir den da treffen. Wir werden sehen. Oh, komm schon. Oh. Verbandskasten. Wie zum Teufel komme ich da rein? Ja, da brauchen wir einen Schlüssel. Und ich vermute ganz stark, dass der Apotheker das hat. Gehen wir mal zurück. Wie einleuchtend ist das denn, dass der Apotheker das hat? Ich traue mich nicht so richtig zu rennen, weil ich immer Angst habe, da ist irgendwo ein Klicker. Ah, hier. 35 rechts, 30 links, 31 rechts. Funktioniert. Yeah. So. Mist. Spuren. Ich nehme mal die Flasche mit. Wenn du die Absicht hast, mich anzufallen, dann mach's doch einfach. Ja. Ellie und ihr Humor. Also hier gibt's anscheinend so Puppen oder was das sind, die man hier kaufen kann. Bisschen wie so ein Puppenladen. Kimberly, Melissa, Emilia. Mhm. Toll. Ich hasse Puppen. Habe ich das schon mal gesagt? Ich hasse Puppen in Horrorspielen. Ich habe immer das Gefühl, die gucken mich mal an. So, ich sag, mach mal Licht an. Ich sehe überhaupt nichts hier. Das ist so irgendwie ganz, ganz gruselig. Was ist das denn? Ist ja ekelig. Ekelitsch. Ach du Kacke. Das ist ja gruselig. Mann. Ein altes Telefon. So. Oh, da ist schon wieder so eine Miezekatze. Hm, okay. Das ist anscheinend der Apotheker. Yes. Oh. Mist. Gott verdammt. Okay. Schlüssel. Apotheke. Los geht's. Genau, aber vorher lesen wir noch die Apothekennotiz. Okay. Share Snap. Umdrehen. Lesen. Denk an mich, während ich fort bin. Ich werde dich vermissen. Aber nicht zu sehr, Laura. Oh, der arme Apotheker. Naja. Also haben wir jetzt den... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Die kennen wir, die Typen. Und ich würde sagen, wie es hier spannend weitergeht. Es ist spannend jetzt. Und genau jetzt mache ich eine Pause. Genau. Dann freut ihr euch nämlich auf die nächste Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid bei The Last of Us Left Behind, dem DLC. Also macht's gut. Tschüss.